Moin moin Freunde und willkommen zurück zu einer weiteren Part Let's Play Risen 3 hier bei unserem Konfig-Kanal. Es geht weiter und in diesem Part wollten wir mit dem guten Mason die Nachtwache bestreiten. Und das wollen wir jetzt auch tun, denn so recht weiter wissen wir gerade nicht. Ich werde dich auf der Nachtwache begleiten. Gut, bereite dich vor, dann geht's los. Ich bin vorbereitet. Ich bin soweit. Lass uns auf Nachtwache gehen. Los geht's. Schauen wir uns die Umgebung an. Folge mir. Damals waren es die dunklen Krieger, die gegen die Titanen gekämpft haben. Jetzt, da die Schatten über die Welt kommen, führen wir ihren Kampf fort. Der Typ soll ja ein recht hohes Tier sein, bei den Dämonenjägern. Lol, blinken wir jetzt wegen unserem Schwert so geil grün? Das wäre cool, wenn wir wegen dem Runenschwert jetzt hier so geil leuchten würden. Das finde ich ja cool. Wie cool gemacht. So, was machen wir auf der Nachtwache? Wir laufen hier einfach rum, oder was? Sicher, sicher. Aber es scheint echt, als würde das Schwert zu geil blinken. Nichts Außergewöhnliches. Sehen wir uns beim Fluss um. Leg mal einen Zahn zu. Alles klar. Eldrick war es, der die grünen Feuer entzündet hat. Die Zeichen der Zusammenkunft. Er ist es auch, der das Wissen der dunklen Krieger in uns weckt. Die Runenmagie. So ist es. Gut, auch hier alles in Ordnung. Warte. Was ist? Psst. Verdammtes Schattenbiest. Wo eines ist, sind die anderen auch nicht weit. Komm. Das Vieh mache ich kalt. Oh, da. Tatsache. Der ist voll an uns vorbeigelaufen. Aber wahrscheinlich würden die eh spawnen wegen der Quest. Nur ein toter Dämon ist ein guter Dämon. So sieht's aus. Gefällt mir auf jeden Fall schon mal unser Schwert hier. Das sieht richtig geil aus, wenn das so grün leuchtet. Oh ja. Da sind ein paar mehr. Und da hinten ist... Leute, was läuft da denn für einer rum? Läuft da wieder so ein Schattenlord rum? Okay, er darf auch töten. Und wir bekommen die XP. Das ist gut zu wissen. Nur ein toter Dämon ist ein guter Dämon. Und was ist das da? Ist das ein Schattenlord? Nee, das ist so ein Wächter, ne? Ja. Der hat uns fast eingegeben, ey. Nee, tut er wirklich nicht mehr. Aber er hat recht. Wo einer kommt, ist der Rest nicht weit entfernt. Schattenviecher! Diese Biester tauchen immer wieder auf. Dann kriegen sie immer wieder aufs Maul. Gehen wir weiter. Unten lang. Die Schatten spionieren die Gegend aus. Stück für Stück versuchen sie uns zu schwächen. Aber ich will verdammt sein, wenn ihnen das gelingen sollte. Ja, wir dürfen die Schatten nicht siegen lassen. Ich bin so geflasht von unserem Schwert, das ist mir letztes Mal gar nicht aufgefallen. Schön, das war's. Zurück zur Taverne. Really? So vier Schattenviecher und das war die Nachtwache? Wow. Das war jetzt unspektakulär. So, da wären wir. Du lebst auch noch und bist nicht weggelaufen. 100 Goldmünzen gibt es von mir obendrauf. Ich muss jetzt zurück zur Zitadelle. Und wer beschützt dann die Taverne? Travis wird alleine aufpassen müssen. Es wird Zeit, unsere nächsten Schritte zu planen. Lass dir von ihm was zu trinken geben und schlaf dich mal aus. Alles klar. Das war Nachtwache. Das war jetzt ein bisschen easy. So, ich will da oben mal zum Haus. Wir haben ja noch einiges zu erkunden. Ich will mal gucken, was es da mit dem Haus auf sich hat. Ich finde das super awesome, dass unser Schwert grün leuchtet. Gefällt mir. So, was ist das hier für eine Hütte? Das ist ein im Schlafen. Es tut mir leid, liebes Gürteltier. Ich will das gar nicht. Okay, da höre ich ein Wildschwein oder so. Da schnarcht einer, rohes Fleisch. Okay, könnte ein Metzger oder so hier sein.
Nimm's mit. Danke. So, bevor wir da aber reingehen, schauen wir uns hier erstmal um. Zahmes Warzenschwein. Ja, die lassen wir mal leben. Und da liegt ein Logan. Schläft der oder ist er betrunken? Weiß ich nicht. Erstmal müssen wir seine Kiste ausnehmen. Okay. Ein bisschen was drin. Wenn die zahm sind, tun wir denen nichts. Weil sie uns auch nichts tun. Aber was ist los mit dir hier, Junge? Hey, was ist? Ich sehe mich nur um. Aber sicher doch. Und wenn du fertig bist, ist unser Fleischvorrat weg und ich muss Überstunden schieben. Von wegen. Also komme nicht so. Kann es sein, dass du Fremde nicht magst? Du ich auch nicht. Warum auch? Haben kaum eine Münze in der Tasche und wenn's doch so sein sollte, ist die bestimmt nicht ehrlich verdient. Nee, bleib mir weg mit dem Pack. Okay. Dich beklaut schon keiner. Du hast leicht reden. Du musst... Moment mal! Versuchst du mich zu bestehlen? Ach was. Was du auch vorhast, vergiss es. Mich legt man nicht so leicht aufs Kreuz. So, wenn du sonst keine Fragen mehr hast, ich hab noch zu tun. Das sollte eigentlich auch Seele runtergeben. Bewachst du hier den Hof? Siehst du aus? Meine Aufgabe besteht darin, die Schweine zu füttern. Und wenn ich damit fertig bin, muss ich den Mist wegschippen, den sie gefressen haben. Alles Scheiße. Der Kreislauf des Lebens. Faszinierend. Ach ja, wir können gerne tauschen. Ach nein, ich glaube, du bist hier ganz gut aufgehoben. Immer mehr Fremd. Ja. Okay, dann will ich die wirklich mal nicht umlegen. Das haben die armen Wildschweine auch nicht verdient. Gut, das gehört jetzt auch nicht verdient. Ich glaube, ich lasse das jetzt erstmal, die umzulegen, oder? Wir haben genug Proviant momentan. Ich glaube eh, dass wir von den Viechern genug bekommen, weil ich kann das nicht mehr mit meinem Gewissen vereinbaren. Das ist nicht okay. Jetzt haben wir das Gürteltier dabei im Schlafen gekillt. Das ist nicht okay. So, erstmal rein hier. Oh. Da wird er wach. Aber auch nur beim ersten Mal, oder? Ja. Die ersten Tage der Ankunft. Wir haben noch so viele Bücher, die wir lesen müssen. Muss ich erstmal wieder reingucken, welche wir noch gar nicht gelesen Leise haben. Versprechen ist kein Zauberbuch in wissenschaftlicher Hinsicht. Es hat die Macht, Menschen zu manipulieren. Heute liegt es bei der Magiergilde von Taranis. Sehr interessant. Die leisen Versprechen. Nee, den Hocker auf den Hocker wollte ich gar nicht. Das wollte ich. Das. Ein weiterer legendärer Gegenstand. Und hier ist ein Teleportstein. Nice. Alles mitnehmen. Gefühlt ist jede Voodoo-Puppe auch wirklich Papageienflug, ne? Da ist eine Truhe, das ist sehr schön. Die können wir einfach so öffnen. Schmackhafter Schinken, alles klar. Ah, der Herr erkennt doch bestimmt ein gutes Geschäft, wenn er es sieht. Ich habe hier ein wunderbares Schwein. Wenn das auf dem Teller landet, läuft dir das Wasser im Mund zusammen. Hm. Hast du noch etwas anderes anzubieten? Nur feinste Fleischwaren. Nicht so einen Abfall wie die da unten in der Taverne. Aber hast du jetzt Interesse an dem Schwein oder nicht? Nö. Nein, danke. Behalte das Schwein. Hey, wenn du kein Gold hast, machst du dich besser vom Acker. Denn egal wie schlecht die Zeiten sind, ohne Gold bist du noch ärmer dran. Okay. Wie läuft die Schweinezucht? Ist ein hartes, aber ehrliches Brot, was du dir damit verdienst. Seit die Schatten sich auf der Eisenbucht breit gemacht haben, ist es nicht einfacher geworden. Aber bevor ich denen auch nur eines meiner Schweine opfere, kriegen sie es mit mir zu tun. Hast du Kontakt zu den anderen Höfen? Nicht viel. Aber ab und an bringen die Dämonenjäger Neuigkeiten mit, wenn sie ihr Fleisch bei mir kaufen. Nur würde ich auf die Neuigkeiten gern verzichten. Hörst ja doch nichts Gutes von da draußen. Bring mir etwas bei. Was möchtest du wissen? Alles klar, nein. Warum haben wir jetzt diesen Schweineschinken da gefunden?
gefällt mir nicht. Wer hätte denn die Quest? Wen müssten wir denn das geben? Ich glaube, denjenigen, der die Quest hat, den müssen wir noch finden eigentlich, ne? Ja, glaube schon. Aber dann wissen wir immerhin jetzt hier, was das für eine Hütte ist. Und dann passt das auch. So, tatsächlich würde ich jetzt, glaube ich, gerne in dieses Gebiet da gehen. Ja. Naja. Da schwimmen wir jetzt rüber. Und dann schauen, auch wenn wir hier noch nicht das Schattengebiet gemacht haben, aber das werden wir noch machen. Ich möchte da jetzt rüber. Möchte wissen, okay, was das da für ein Gebiet ist, da drüben. Obwohl, hier waren wir auch noch nicht überall, ne? Schöner Fluss. Und wie immer haben wir hier Loot und so weiter. Oh, und einen Varan haben wir da schon mal als Begrüßungskomitee. Und ein Kobold, der schläft. Habe ich nicht gepeilt, dass das ein Kobold war. Hat der mal was bei sich? Nö, der hat nichts bei sich. Aber gut, dass auch Kobolde mal schlafen müssen. Wir kümmern uns erstmal hier um den Fluss, würde ich sagen. Ja, wenn ich da hier dieses ganze Spinngekrassel und da hinten den Varan sehe. Wir wollen ja nicht, dass das uns noch gefährlich wird irgendwann. Im Fluss finden wir sogar Sachen. Cool. So, Ola Varan. Da sah aus da hinten nach einer Spinne. Weiß nicht, ich erkenne dich so schlecht in der Nacht leider. Das ging schnell. Komm her, du Krabbelvieh. Ja. Es ist eine Waldspinne. Scheißspinne. Und da ist auch noch eine fette Spinne. Einfach nur eine Grabspinne, okay. Also wir haben eine alte Dschungelspinne oder große Dschungelspinne. Grabspinne, aber wir haben noch keine große Waldspinne oder so gefunden, ja? Ist auf jeden Fall gut zu wissen. So, was haben wir hier noch am Fluss? Da haben wir Bergkristall, den wollen wir mitnehmen. Aber sonst haben wir hier im Fluss oder so oder am Fluss, glaube ich, nichts. Hier ist noch eine Grasfläche, die wir abgehen können. Die bringt uns aber zu nichts. Gut, dann gehen wir erstmal den Weg wieder zurück, falls wir da was vergessen haben jetzt. Oder verpasst haben. Wir sind jetzt hier den Fluss aufwärts gegangen. Guck mal, Kräuter haben wir hier schon mal verpasst. Und dann können wir uns jetzt entscheiden, ob wir da erstmal hingehen oder ob wir hier erstmal weitermachen. Ich glaube, ich möchte erstmal hier nach oben gehen und dann nach links. Ja, das möchte ich machen. Wir gehen erstmal hier lang. Und schauen, was hier so abgeht. Und wahrscheinlich geht hier nichts Gutes ab. Es ist sehr, sehr dunkel. Hier haben wir wieder so eine Glühwürmchen-Parade. Aus deiner Haut, da höre ich wieder Krabbelvieh. Oh, da ist noch eine Waldspinne. Okay, und da ist noch eine fette Spinne. Gut, dass wir... Oh, noch eine kleine. Mist. Und noch eine kleine, okay. Vier Waldspinnen und eine Grabspinne. Das ist nicht so gut. So, Bones kümmert sich um die eine kleine da. Dann gehen wir mal auf die Grabspinne drauf, aber... Ah, Bones, kannst du die markieren, die eine Waldspinne da?
damit du mir hier mal helfen kannst? Ich habe ja die Grabspinne früher fertig als du die Waldspinne. Ja, die sind wirklich scheiße, aber das war jetzt ein bisschen lasch von dir gekämpft, mein Freund. So. Müssten 4 insgesamt gewesen sein, die wir jetzt hier looten können, wenn ich die noch alle wiederfinde. Es ist sehr, sehr dunkel. Ich glaube, ich werde mal eine Fackel entzünden. Einfach, weil ich es kann. Weil ich finde, dass die Fackeln hier auch nicht wirklich viel bringen. Und ich jetzt nicht mal mehr weiß, wo die ganzen anderen Spinnen jetzt waren, die wir umgehauen haben. Ey, da gehen uns doch voll der Loot verloren. Oh, da ist schon wieder eine Spinne. Ich kotz ab, ey. Da geht uns doch der ganze Loot verloren. Die müssen wir auf jeden Fall noch finden, die anderen Spinnen. Deswegen laufe ich immer instant hinter dem Loot hinterher. So, hier war, glaube ich, einiges, oder? Ja, da ist eine. Es dürfte nur noch eine fehlen und die ist da, ja. Sehr gut. So, sind wir. Hier sind wir jetzt oberhalb des Flusses. Da schnarcht was. Ist das der Scavenger im Fluss, der da so abschnarcht? Krass. Oh nein, ist meine Fackel ins Wasser. Oh fuck. Na, das war nicht so clever, die Fackel da fallen zu lassen. Ey, da hinten ist noch ein Varan. Ein Varan ist noch da hinten. Oh, da haben wir wieder so einen Dragon Sleeper, Sleever oder wie der hießen. Leute, das ist kein Varan. Ich habe gedacht, das sieht aus wie ein Varan hier tatsächlich, der Stein. So, die Ente lassen wir am Leben. Da schnarcht doch jemand da oben. Ist das echt der Scavenger, der hier abschnarcht? Holy shit. Ja, wollen wir uns mal um hier diesen Dragon-Typen kümmern. Jetzt machen wir hier den Scavenger. Da ist eine dicke Spinne. Wo ist denn jetzt der fette... Da oben ist er. Da oben ist er hin. Hinterher. Los, schlitzen wir ein paar Kehlen. Rauf auf den Drachensnapper. Komm. Finde ich immer noch eine der interessantesten Kreaturen. So, das nehmen wir mit. Wo sind wir denn jetzt genau hier? Ach, guck mal, hier waren wir ja sogar auch noch nicht. Jetzt sind wir wieder auf der anderen Seite der Insel. Ja, da will ich aber ja gar nicht wieder hin. Aber da waren wir auch noch nicht, ne? Müssen wir auch noch mal hin. Bei Zeiten aber erst. Oh, Jadesteine sind hier teilweise echt gut versteckt. Oh, da ist noch ein Kristall. Sehr schön. Hier haben wir einen Wasserfall. Jetzt können wir mal eine Dusche nehmen. Und dann gehen wir da weiter. Es wird auch wieder hell, glaube ich. Das wäre cool. Und da oben schneicht was ab. Oh, da ist noch ein Dragon-Snapper. Oder ein Drachen-Snapper. Okay, ich kann mich gerade nicht bewegen. Ich war gerade festgebackt. Jetzt ist die Frage, von wo aus ist Bones da jetzt hochgelaufen? Ich kümmere mich um den Scavenger, während Bones da gegen den Drachensnapper kämpft. So, den will ich mal eben nicht triggern, den Scavenger. Dunkel ist echt nicht hell, ey. In dem Spiel. Fuck. Mann. Oh, das gibt's nicht. Ich komme gerade nicht dazu, den zu schlagen, den Wichser, ne? Jetzt endlich. So, jetzt rippt dein Leben hier, Kollege.
Scheinen wirklich die Monster gewesen zu sein, die hier so abgeschnarcht haben. Interessant. So, hier haben wir noch einen Scavenger und da höre ich doch noch einen Drachensnapper. Fuck. Ah, Bones hat die Aggro sehr gut. Bis wir den Scavenger down haben, passt das sehr, sehr gut. Oh, noch ein Scavenger, okay. Von wo auch immer der kommen mag. Ich esse jetzt mal im Proviant, damit Bones weiterkämpfen kann. Und ich weiß wieder, warum ich diese Viecher hasse. So, RIP, Scavenger. Die müssen wir auch noch looten. Und jetzt gehen wir auf den Drachen Snapper. Und er fällt natürlich runter. Oh, really? Oh Mann, jetzt müssen wir da wieder runter. Ich möchte ihn natürlich looten. Mensch, der hätte auch echt nochmal oben bleiben können, ne? Aber interessant, wo wir hier sind. Ah, hier ist noch ein Scavenger und da kommen wir zu der Hütte, die wir da auf der Karte gesehen haben. Das ist gut. Genau. Ah, hier wieder schönes Ruhm sammeln, wenn wir die ganzen Monster hier umlegen. Gefällt mir. Und dass es heller wird, gefällt mir auch wieder. So, hier haben wir auch noch Scavengers. Und ein Varan auf der anderen Seite des Flusses. Aua. Na komm. Danke. So, hinterher auf die Sau da rauf. Sehr schön. Wollen wir den jetzt wieder hingeballert? Echt da oben hin? Krass. Gut, liebe Freunde, dann würde ich sagen, hier machen wir einen kleinen Cut und wir sehen uns im nächsten Part dann morgen wieder. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Leute, haut rein und ciao.